Die Mannheimer Fans machen das Beste aus der miesen Lage. Sie feuern ihr Team an und singen unermüdlich. Der SV Waldhof in Blau-Schwarz ist bemüht um Spielkontrolle nach dem Motto Sicherheit geht vor. Nach vorne geht erstmal wenig, 20 Minuten vorbei, das ist Guras auf Arase. Fein gemacht, immer noch Arase, Kelvin Arase. Tolles Solo, toller Abschluss und der hätte gepasst. Mennel im Tor der Auer lenkt den Ball noch über den Kasten. Die Torchance von Arase hat die Mannheimer wach geküsst. Der nächste Angriff rollt über Okpala. Kennedy Okpala gegen Vukancic. Okpala setzt sich durch mit ein bisschen Glück. Okpala auf Karls, Karls auf Bahn, 1-0. Bentley, Baxter, Bahn. Die Kamera zeigt Vorlagengeber Karls auf dem Weg zum Torschützen. Es ist ein wunderbarer Treffer von Bentley Baxter Bahn, dem Mannheimer Spielgestalter, mit Sturm und Drang eingeleitet von Okpala. Der Assist geht auf das Konto von Jonas Karls. Und das Zauberfüßchen von Bentley Baxter Bahn zum 1-0 für den SV Waldhof. 3 Minuten nach der Führung gibt es Freistoß für Mannheim, ausgeführt vom Linksfuß minus Guras. Und der Ball ist schon wieder drin. Doppelpack Mannheim. Und dieses Mal heißt der Torschütze Malte Karpstein. Die Auer Defensive pennt im Kollektiv. Karpstein hat mitten im Zentrum freie Fahrt. Und köpft Mannheim mit 2-0 in Führung. 2 Treffer für den SV Waldhof. Das gab es zuletzt Ende September beim 3-1 Erfolg gegen den SC Freiburg. 2. Das ist der bis dato letzte Sieg der Mannheimer gewesen in der dritten Liga. Die Schlussphase der ersten Hälfte. Mannheim hat defensiv bisher alles im Griff. Das ist Riekmann. Und was ist das? Ballverlust vor dem Strafraum. Die Chance für Pipic. Havriluk hat ihn sicher. Am Ende kommt nur ein Schüsschen dabei heraus. Glück für die Waldhöfer. Kurz danach ist Pause. Mannheim macht bis auf diesen Patzer von Riekmann eine gute Figur. Die Fans sind Feierlaune und bei Trainer Rüdiger Rehm sieht die Welt auch wieder ein bisschen entspannter aus. Die zweite Hälfte, Aue kommt mit Dampf aus der Pause. Die Mannheimer immer wieder eingekesselt vor dem eigenen Strafraum. Flanke von Dahnhof, Taschi verlängert auf Stefaniak. Marvin Stefaniak, gute Möglichkeit vertan. Havriluk macht wieder einmal leichte Beute. Knapp 1 Stunde vorbei, Aue macht das Spiel, die Mannheimer lauern. Fehlpass Stefaniak, Guras mit der Chance, weiter auf Bahn. Bentley, Baxter, Bahn, 3-0. Was für ein Spiel, die Auer sind überhaupt nicht auf der Höhe. Stefaniak mit einem völlig misslungenen Klärungsversuch. Bei den Mannheimern dagegen klappt fast alles. Bahn fummelt sich durch. Und vollendet, dann konzentriert. Aue versucht es weiter, aber die Mannheimer rackern leidenschaftlich. Das ist Stefaniak, aber wieder kommt nichts bei rum. Die Abschlüsse der Auer alle extrem harmlos. Mit der 3-0-Führung im Rücken spielt der SV Waldhof befreit auf. Freistoßgelegenheit für Segert. Mennel hat ihn im Nachfassen. Die Zeit rennt den Gästen aus Aue davon. Freistoß auf der anderen Seite, der eingewechselte Thiel. Beste Chance bisher für die Auer in dieser Partie. Die Schlussphase ist geprägt von vielen kleinen Fouls. Auch hier wieder und schon gibt es den nächsten Freistoß. Dieses Mal wieder für die Mannheimer. Der eingewechselte Hawkins scheitert an der Mauer. Der guten Stimmung im Karl-Benz-Stadion tut das aber kein Abbruch. In den Schlussminuten geht es hin und her. Das ist Stefaniak. Abgeblockt. Dahnhof. Havriluk ist zur Stelle. Aue beißt sich die Zähne aus. Am Mannheimer Abwehrbollwerk. Der FC Erzgebirge Aue im Spielaufbau mit dem nächsten Patzer. Der SV Waldhof kontert, das ist Wagner. Fridolin, Wagner, Mennel hält. Riesenparade vom Torwart der Auer. Und das ist die letzte
Szene in diesem Spiel. Kurz danach ist Schluss. Die Mannheimer schlagen Aue mit 3:0.